Servus Leute und seid herzlich willkommen zur dritten Folge der Dortmund-Karriere. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir alle Neuzugänge bekommen und haben dann auch nochmal ein paar neue Spieler verpflichtet. Darunter ein Sheran Shaqiri, ein Timo Werner und ein Vinicius Junior. Und falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, beziehungsweise auch die vorletzte, schaut sie euch an, damit ihr hier auf jeden Fall in der Karriere mitkommt, weil sonst versteht ihr wahrscheinlich ein paar Sachen nicht. Ja, das ist jetzt das dritte Video der Dortmund-Karriere. Wir haben jetzt nur noch knapp 2 Millionen Euro Transferbudget, also davon könnten wir uns höchstens noch wen ausleihen. Ich hätte nämlich gedacht, dass wir vielleicht noch einen Backup-8er oder 10er holen, damit wir da auf jeden Fall safe sind. Und ja, ich würde sagen, ich gehe mal auf die Suche nach ein paar, die vielleicht schon auf der Leihliste oder so sind. Also auf jeden Fall werden wir keinen mehr kaufen können, außer der Moda-Hut verkauft sich wirklich. Weil in der letzten Folge haben wir uns gewagt, einen Moda-Hut für knapp, ich glaube 47,5 Millionen waren es am Ende, zu verkaufen an, ich glaube, Paris Saint-Germain. Haben wir uns getraut, den wirklich zu verkaufen. Aber es ist noch nicht sicher, ob der wirklich verkauft wird. Wenn ja, wäre das natürlich wieder gut, weil dann könnten wir uns ein paar Spieler wieder kaufen. Also es muss kein richtig guter sein. Am besten wäre natürlich, wenn der ein bisschen Potenzial hätte. Also Real Talk, den könnten wir uns kaufen, weil der hat eine Freigabesumme. Nur das wäre halt wirklich ein unnötiger Transfer, weil den werden wir dann eh irgendwie nicht einsetzen, weil der einfach noch nicht so ein gutes Rating hat. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in die Verhandlungen rein. Und dann, ja, schauen wir mal, wen wir von dem wirklich so ausleihen. So, der erste ist auf jeden Fall ausgeliehen. Jetzt muss es einfach nur noch annehmen. Und dann kommen wir zu Mekonnen. Ob wir den ausleihen, wäre natürlich irgendwie von den Positionen wäre er sogar besser, weil er könnte sogar noch Innenverteidiger spielen. Wir gehen auf jeden Fall mal in die Transferverhandlungen rein mit ihm, beziehungsweise halt in die Leihverhandlungen. Keine Ahnung, wie man das da nennt. Ja, wir teilen uns das Gehalt 60 zu 40. Wir zahlen 1680 Euro. Und da Hut wird verkauft und beide werden ausgeliehen, beziehungsweise geliehen von Leipzig und Frankfurt. Moda Hut wird eiskalt mal an ManU verkauft, okay? Nicht am PSG für 57,5 Millionen Euro. Das heißt, wir müssen uns noch einen guten ZM wahrscheinlich kaufen, auch wenn wir gerade 2 ausgeliehen haben. Mir würde da am besten sogar ein Willian Cypria gefallen und ein Angebot für Marvin Hitz. Können wir auf jeden Fall annehmen. 9,2 Millionen ist auf jeden Fall für ihn schon gut. Weil der ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste und der wird auf jeden Fall nicht so auf Einsatz kommen. Deswegen wird er auf jeden Fall verkauft. Marius Wolf, 20 Millionen. Nee, den will ich nicht verkaufen. Denn wir brauchen noch ein paar rechte Flügel. Also 3 ist auf jeden Fall, also geht auf jeden Fall in Ordnung. Aber 2 würden sogar auch gehen. Aber natürlich muss sagen, wenn sich, weil Thorgan Hazard ist derzeit verletzt. So, wenn wir jetzt einen Marius Wolf verkaufen, hätten wir nur noch einen Sheran Shaqiri. Der müsste nur einmal an die Achillessehne getreten werden, volle Kanne. Und dann wäre er auch ausgenockt und dann hätten wir da keinen mehr. Also 3 Spieler auf der rechten Flügelposition ist auf jeden Fall sehr wichtig. Auf der linken Flügelposition ist es anders, weil Vita Arp ist ja ein Stürmer, aber der kann auch links spielen. Und ja, Hitz wird verkauft an Huddersfield. Okay, für 9,5 Millionen geht es auf jeden Fall in Ordnung. Willian Cypria wechselt also von Nizza zu Dortmund und fungiert dann als Backup ZM bzw. ZOM oder was auch immer noch. Und jetzt ist auf jeden Fall der Kader echt für die Champions League oder so geeignet, wofür wir natürlich qualifiziert sind. Ja, meine lieben Freunde, heute wird auf jeden Fall das erste Bundesliga-Spiel gespielt vom BVB. Wir bekommen ein Leihangebot für Wannerein, was wir annehmen werden, weil der ist nicht schlecht und der wird nicht spielen bei uns zurzeit. Deswegen nehmen wir das an und hoffentlich bildet er sich da fort. Und dann kommt noch ein Leihangebot für Isak Rein und das müssen wir einfach annehmen. Weil wir haben nochmal als Backup einen guten Vite Arp, Paco Alcacer und vielleicht auch noch einen Götze. Und deswegen können wir den ausleihen. Vielleicht wird er ja noch Stammspieler, falls, weil er ist erst 19 und Timo Werner ist schon ein bisschen älter. Ich glaube 23 oder 24. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten Spiel in der Bundesliga in dieser Saison
gegen den HSV. Fiete Arp ist ja vom HSV zu uns gewechselt und ist auf der Ersatzbank. Das heißt, vielleicht wechselt ja der Co-Trainer auch ihn ein. Wir können ja mal hier kurz den Saisonplan durchgehen. Wir werden wahrscheinlich das Spiel gegen die Bayern selbst in die Hand nehmen. Das wird aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge passieren. Gegen den VfB wird dann das nächste Spiel sein, nach dem HSV. Ja, und im nächsten Monat spielen wir dann gegen Bayern, Hannover, Wolfsburg und das Revierderby in Gelsenkirchen. Nicht bei uns zu Hause, sondern auf Schalke gegen Schalke 04 am 28. September. Also wir werden wahrscheinlich Bayern und Schalke selbst in die Hand nehmen. Aber das wird wahrscheinlich erst nächste Folge passieren. Diese Folge wird wahrscheinlich wieder nur so 8 Minuten gehen. Ich weiß es nicht, aber jetzt erstmal hier rein ins nächste Spiel oder ins erste Spiel, keine Ahnung, mit der Top 11. Also hier müssen wir Real Talk gewinnen und Hakimi mit dem 1-0 in der 15. Holpi kassiert in der 3. Minute auch schon mal eine gelbe Karte. 45 Minuten sind um. Akanji verletzt sich hoffentlich nichts Schlimmes und Brandt mit dem 2-0 und am Ende schießt Brandt nochmal das 3-0 und ja, damit sind wir als Sieger aus der Partie gegangen am ersten Spieltag. Und jetzt schauen wir mal, bitte nicht so lang. Och, come on, 2 Monate fällt Akanji aus, hat ein 84er Rating, aber Diallo ist da wirklich kein schlechter Ersatz. Mir fällt gerade auf, wir brauchen noch einen Innenverteidiger auf der Bank, das heißt, wir packen mal Sagadou hier rein für einen Julian Weigel. Ja, und so wird dann unsere Startaufstellung in den nächsten Spielen ausschauen. Einmal gegen Stuttgart und dann gegen Bayern. Mal schauen, ob sich bis dahin noch wer verletzt. Ich hoffe mal nicht. So, kurz bevor das Transferfenster noch schließt, beginnen wir mal mit dem Training. Ich mache jetzt hier mal eine Trainingseinheit beziehungsweise mal ein paar Einheiten für ein paar Spieler und dann zeige ich sie einfach mal euch. So würde ich dann die Trainingseinheit gestalten. Ihr könnt es euch ja mal durchlesen, wer welche Aufgaben macht, aber ich denke, das ist eher langweilig. Ich werde wahrscheinlich jetzt nur sowas sehen, wo ich einfach hier auf alles simulieren klicke und dann geht es einfach direkt weiter. Ja, und dann kommen wir zum Deadline Day. Der Transferphase, also bei uns ist wirklich was passiert. Schaut euch das an. Die ersten 2 Top-Transfers kommen von uns. Einmal Arthur zu uns und dann noch ein Timo Werner zu uns. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wie viel wir überhaupt jetzt insgesamt ausgegeben haben. Insgesamt 284 Millionen ausgegeben, aber auch 378 Millionen eingenommen. Es ist die Frage, woher kommt das alles? Natürlich mehr Merchandising, dann auch ein paar Transfers, Eintrittskarten, Preisgeld und Dauerkarten, okay? Ach, und das mit dem Markenpräsenzziel habe ich erst vor kurzem abgeschlossen. Und Isak wird auch an Porto verliehen, also wird er sich hoffentlich da noch ein bisschen verbessern. Ja, und währenddessen ich hier ein bisschen gerade gelabert habe, sind schon 3 Stunden runtergelaufen. Und Bakir, Angebot, Laie, okay, können wir annehmen. Der wird nicht so oft zum Einsatz bei uns kommen. Aber die Laie wurde, so viel ich gerade gesehen habe, vom Bakir abgelehnt, was ich nicht verstehe, weil der wird nicht zum Einsatz kommen bei uns. Ja, und ich denke, hier sehen wir nochmal, was wir alles ausgegeben haben. Wir haben einfach mal 268 Millionen ausgegeben und nur 86 Millionen verdient. Okay, man kann sagen, FC Bayern hat nur 75 Millionen ausgegeben. Wir einfach mal über 250 Millionen. Und da laufen die letzten 2 Stunden runter. Vielleicht bekommt man noch ein Angebot. Nein, das war's von der Transferphase. Da gehen wir nochmal ganz kurz rein ins letzte Spiel gegen den VfB. Da der VfB oder da wir gegen den FC Bayern über eine Woche danach erst wieder spielen, werde ich auch gegen den VfB mit der Top-Mannschaft rangehen. Zu Gast in der Volkswagen Arena, nicht in der Mercedes-Benz Arena. Aber ja, der VfB hat 1-1 gegen Hertha gespielt. Und Shaqiri mit dem 1-0 nach 21 Minuten. Kommt schon, Jungs. Wir wollen hier 3 Punkte sehen oder 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ab kommt für Werner rein und dann steht es 1-1 zu Toko Ekambi. Okay, ich denke, das ist ein Neuzugang von dem VfB. Und am Ende wird es dann doch nur ein 1-1, okay?
Der VfB mit dem zweiten Unentschieden in Folge und wir mit dem ersten in dieser Saison nach einem 3-0, glaube ich, war es, gegen den HSV. Aber, ja, man kann auch nicht jedes Spiel gewinnen. Und dann gehen wir direkt rein in die nächste Trainingseinheit. Es verbessert sich leider niemand. Und dann würde ich sagen, war es das von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo, damit ihr kein neues Video von mir verpasst. Morgen kommt wieder ein Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und damit würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.